Hallo, herzlich willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute zählen wir unsere Top 10 Lieblingsmomente in Anime auf. Was sind denn deine Top 10 Lieblingsmomente? Siehst du, jetzt muss ich mir überhaupt kein Thema für die Folge ausdenken. Wow. Was sind deine Top 10 Lieblings-Pokémon? Meine Top 10 Lieblings-Pokémon, wir haben darüber schon mal geredet. Ich glaube, wir haben darüber auch geredet. Ja. Nein, worüber wir heute wirklich reden wollen, beziehungsweise was ich mir überlegt habe, worüber wir heute reden können, sind Spiele, auf die du gehypt bist in nächster Zeit, beziehungsweise Spiele, die du in nächster Zeit spielen willst. Okay. Ob das jetzt ein bisschen zeitloser zu halten, auch Spiele, die du halt noch nicht gespielt hast, die du in nächster Zeit unbedingt spielen willst, die du dir... Weiß nicht, vielleicht jetzt gekauft hast oder dir demnächst kaufen willst, weil du die unbedingt spielen willst. Alles klar. dieses, alles klar, ja, mit dem Thema bin ich einverstanden. Mit dem Thema? Wenn nicht, dann hätten wir die Folge nochmal neu gestartet. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da eins der Spiele, auf die ich jetzt ein bisschen gehypt bin. Ich meine, viele Leute sind jetzt gerade im Ganzen wieder oben abgeneigt, aber... Ich bin schon ein bisschen Hype drauf, denn ich bin einfach ein Fan von der Reihe, ist Battlefield 5. Battlefield Battle Royale. Ja, Battlefield Battle Royale. Denn aus irgendeinem Grund dachten sich die Leute bei E3 alle, oh Junge, weißt du was Geiles? Battle Royale. Weil, die wollen mehr alle, Battle Royale. Die wollen alle Battle Royale mehr spielen. Battle Royale. Wir brauchen mehr Battle Royale. Pokémon Battle Royale. Pokémon ist quasi ein Battle Royale. Last Pokémon Standing. Ja, eigentlich Last Trainer Standing. Am Ende kann es nur noch einen geben. Oh, ich habe versucht, mein besiegtes Pokémon zu heilen. Das war auch klug. Auf jeden Fall, denn ich bin einfach ein riesiger Fan von Battlefield. Ich hab 3, 4 und Hardline und auch ein bisschen 2 gespielt. Und ich war auch eine der Personen, die fanden, dass Hardline gar nicht so schlimm ist. Also irgendwie war ich zumindest in... Generell gar nicht so negative Meinungen über Hardline gehört. Nee, viele waren der Meinung... Zumindest in meinem Bekanntenkreis. Okay. Ja, aber online fanden viele Leute, dass das Hardline deutlich hinter seinem Potenzial zurückgeblieben ist. Das mag ja sein. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es kein schlechtes Spiel ist. Ein schlechtes Spiel ist, richtig. Ich gegen dich? Ja, gegen dich habe ich schon gekämpft. Ich habe mich schon verlaufen, es ist unfassbar. Ja, ich glaube, das wird eine lange Folge. An dir rechts vorbei, hier. Ja, das Tolle ist eben, dass sie dafür angekündigt haben, dass man halt kein DLC mehr braucht. Wow, wenn das heutzutage schon was ist, was man großartig ankündigen kann, dann... Also die Sache ist, dass Battlefield ja einfach dafür bekannt ist, dass sie das Spiel rausbringen und dann so 3, 4 DLC-Packen rausbringen, die man eben auch alle in seinem Premium Pass haben kann, wenn man möchte. Und ich hatte bisher noch nie den Premium Pass. Und wenn jetzt Battlefield 5 rauskommt, brauche ich den vielleicht auch gar nicht haben. Und das finde ich gut. Ich finde es auch lustig, die ganze Diskussion so von wegen, wo kommt Battle Royale her? PUBG war das. Also PUBG war ja mit Abstand nicht das erste Battle Selbstverständlich Royale. Selbstverständlich wissen aber wir, dass Battle Royale. Das erste Battle Royale war ja Kirby. Das erste Battle Royale war Minecraft Hunger Games. Nein, davor gab es schon das Kirby Battle Royale. Nein. Doch. Kirby Battle Royale war das erste Battle Royale. Das erste Battle Royale war der Film Battle Royale. Das ist doch ein James Bond, oder? Nein, es ist kein James Bond. Es ist ein japanischer Film. Das war auch ein Witz. Gut. Doofkopf. Hast du den gesehen? Hast du den Film Battle Royale den gesehen? Den Film Battle Royale habe ich nicht gesehen, aber ich habe Casino Royale gesehen. Casino Royale habe ich auch gesehen. Nein, zählt nicht. Mist. Da wird nur gepokert. Okay, das neue Battlefield also. Ja, Battlefield, ich bin ein Fan der Reihe. Ich finde Battlefield besser als Call of Duty, denn Battlefield hat Panzer. Und Call of Duty hat 12-jährige Kinder, die den Akt des Geschlechtsverkehrs mit auch meiner Mutter vollführt das haben. Das hat Battlefield auch. Das hängt einfach damit zusammen, dass Shooter dazu neigen, krebserregende Communities zu haben. Das ist schließlich bei Counter-Strike auch nicht anders. Das ist überall so. Ha, Fortnite, am I right? Ja, auf jeden Fall. Deswegen spiele ich Pokémon, weil da die ganzen kleinen Kinder nicht sind. Weil Pokémon größtenteils eigentlich nur Singleplayer ist. Nein, weil
und weil Pokémon größtenteils eine sehr erwachsene Fanbase hat mittlerweile. Und weil dafür in Pokémon drin irgendwie fast alle minderjährig sind. Auf was für ein Spiel freust du dich denn? Ich bin tatsächlich auf recht viel... Oh, hier bin ich definitiv falsch. Hier sind nur Wände. Oh no. Du bist Im Moment, ich habe mir jetzt gekauft... Upsa. Xenoblade Chronicles 2 ist heute gekommen. Da bin ich recht gehypt drauf. Hast du schon Xenoblade Chronicles 1 gespielt? Das ist doch ein Spiel, das, glaube ich, sogar nur in Japan rausgekommen ist, oder? Nee, Chronicles gab es für ein 3DS in Europa. Ah, okay. Oder verwechsel ich da gerade was? Nein, Chronicles 2 ist mein erstes Xenoblade. Ich habe das bei Freunden oft gesehen. Ich habe ein paar Freunde, die das sehr gern gespielt haben und die auch immer davon erzählt haben. Okay. Aber ich war immer so, ja, meine Wii U war bei Wii U zu Wii U-Zeiten eh schon und die habe ich recht schnell abgeschrieben gehabt, weil, ja. Ist halt die Wii U. Keine Ahnung. Ich habe da erst tatsächlich, nachdem die Wii U schon lang tot war, habe ich erkannt, wie geil eigentlich der eShop auf der Wii U ist. Und dann auch angefangen, mir das ein oder andere Spiel dafür zu kaufen. Aber nein, Xenoblade Chronicles ist mein erstes Xenoblade. Und Vogel entwickelt sich. Woo! Woo! Vogel wurde zu Taubos. Yay! Dann habe ich mir jetzt im Steam Summer Sale Witcher 3 geholt. Können wir davon ein 500-Folgen-Let's Play erwarten? Ja, bitte. Ich möchte. Du möchtest. Wenn ich irgendwann die Zeit und Kapazität... Bist du dir sicher, dass der Rest der Welt das möchte? Nein. Das ist auch im Moment so mein einziger Struggle. Wenn ich wüsste, dass es Leute interessiert und die sich das komplett angucken würden, dann würde ich es natürlich machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Ja, gut. Sonst noch Spiele? Von deiner Seite aus? Auf die ich gehypt bin? Auf die du gehypt bist? Einige. Die du mal spielen möchtest und so weiter und so fort. Jetzt, was angekündigt wurde, natürlich Elder Scrolls 6. Logischerweise, da ist, glaube ich, jeder drauf gehypt. Also, ich habe keinen Mensch gesehen, der sich so dachte, so, ja, Elder Scrolls 6, von mir aus. Es war entweder so, ja, nee, ich habe noch nie Elder Scrolls gespielt. Ja, das oder ist es war, oh mein Gott! Ah, es ist so gut, ich werde sterben! Ah. Also, ich bin eher auf der Seite, ja, ich habe nie wirklich Elder Scrolls gespielt. Was? Ich habe zweimal oder so Skyrim angespielt und... Ich bin bis zum ersten Dorf gekommen und da hatte ich schon keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Das war aber auch meine erste Elder Scrolls-Erfahrung, war in Oblivion. Du kommst raus aus dieser Kanalisation. Es war mein erstes Open-World-Spiel, ja. Und ich komme da raus und du denkst so, geil, Open-World! Und läufst du so lange, bis du von irgendwelchen Gegnern gewone-hitted wirst. Ja, so ist das bei mir auch ungefähr ja, passiert. Ja, ich glaube, das ist aber ganz normal, wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Open-World-Spiel spielst. Bin dann irgendwie bei den Eisriesen oder so gelandet und dann bin ich auf einmal durch die Luft geflogen und war insta-tot. Ja, aber Breath of the Wild hat es ja ganz gut dagegen vorgebeugt, indem sie gesagt haben so, hey, du musst erstmal hier ein paar Sachen machen, bevor du auf die Open World losgelassen wirst, dann bist du immer ein bisschen vorbereitet, hast so eine klare Linie, hast auch so ein blinkendes Ding, so da musst du hin, hast noch so dein Safe Space, aber ansonsten hast du eben so deine Grundmissionen, was du so ungefähr machen musst. Ja, genau. Bei Oblivion und Skyrim war das ja so, ja, du kannst mal in Weißlauf schauen. Und es ist so der einzige Hinweis, den du kriegst. Ja. Und du denkst dir so, ja, nice, wo ist Weißlauf? Bessere Frage, wo bin ich? Oh, schau, ein wilder Bär, oh, ich bin tot. Ja, das war auch ungefähr meine Erfahrung mit Skyrim. Aber es ist sehr toll zu sehen, dass sie sich endlich mal wieder auf ein neues Elder Scrolls konzentrieren. Und nicht auf Elder Scrolls Online. Und nicht wieder Skyrim für eine neue Plattform rausbringen. Wo ich ja fand, dass bei der 2018 E3 Bethesda mitunter eine der besten Bühnen hatte. Ja. Microsoft fand ich auch stark. Ja, Microsoft? Von dem, was sie gezeigt haben. Ja gut, das stimmt. Aber von Sony war ich sehr enttäuscht. EA war erwartet schlecht. EA ist immer erwartet schlecht. Nintendo war sehr enttäuschend. Generell das Einzige, Microsoft war sehr gut und von Bethesda hat man ja schon was in die Richtung erwartet. Ja, und Devolver Digital war wieder richtig gut.
Devolver Digital ist das einzige Unternehmen, das eine fortlaufende Storyline in ihre Pressekonferenzen einbaut. Ich glaube wirklich, dass das eine fulminante Trilogie der Pressebühne. Der Aufstieg von Mekanina. Ja, nachdem sie am Ende erschossen wurde. Ja, und dann ja offensichtlich wieder zusammengeflickt wurde. Ja. Ich predikte, dass 2019 wird ein Nina-Roboter auf die Bühne kommen. I've been to the future's future. Rat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 . Die einzige Währung ist wird die Lootbox-Coin. Lootcoin. Eine Lootbox-Coin. Ja, warte, war es Lootbox-Coin oder war es nur Lootcoin? Was ich tatsächlich eine sehr lustige Idee finde, weil die kannst du ja echt kaufen, gell? Auf deren Website. Echt? Und die hat jeden Tag einen random Preis. Das ist so gut. Aber generell, also die Devolver-Previews fand ich, also letztes Jahr war mega, dieses Jahr war auch wieder richtig mega, vor allem weil... Du hast dich ja im Voraus im Internet schon dafür entschuldigt. Eben, und vor allem einfach die Geschichte, dass sie sich natürlich erstmal... Die Pressekonferenz fängt an und sie machen sich erstmal über Battle Royale lustig. Sie machen sich über alles lustig, was sich in der Videospielbranche etabliert hat. Haben wir hier drin eigentlich einen Teleporter? Nee, hier ist es nur, um mit den gefangenen Mitarbeitern zu sprechen. Anscheinend möchtest du einen verängstigten und in die Enge getriebenen Mitarbeiter sprechen. Ich bin gerade ein verängstigter und in die Enge getriebener Mitarbeiter. Darüber hatten wir schon vor 2 Folgen. Sie müssen es wegen unserer Pokémemes-Produkte auf die Silvco abgesehen haben. Wir sind übrigens gerade, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, in der besetzten Silv Corporation, die von Team Rocket besetzt ist, aus irgendwelchen Gründen. Schau ihn dir an, den Feigling. Oje, oje, Mine, bitte hilf mir. Ich hab den Feigling gefunden. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Das Team Rocket benutzt die Pokémemes bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Nein, nicht der Versuch, die Welt zu erobern. Oh nein, nicht die Welt erobern. Darius, würdest du gerne die Welt erobern? Ich, das habe ich doch in meinem Let's Play zu Hatoful Boyfriend schon erwähnt. Natürlich würde ich gerne die Welt erobern, solange sich mir niemand widersetzt, weil dann wird es mir zu anstrengend. Understandable. Have a nice day. Ja. Hilf, ich bin ein Mitarbeiter der Silv Corporation. Warum ruft er denn Hilf und greift dich an? Weil es kein Mitarbeiter der Silv Corporation ist. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, Devolver in... Letztes Jahr haben sie sich ja über die ganzen Möglichkeiten, wie heißt es nochmal, Pre-Order. Sie haben sich ja über Pre-Ordering lustig gemacht. Das richtig, Mal. Das von wegen, du kannst jetzt Spiele vorbestellen, bevor sie überhaupt in Entwicklung sind. Ein Entwickler hat nur eine Idee und boom, ihr könnt dieses Spiel bereits vorbestellen. Ja, dieses Jahr eben. Über was haben die sich dieses Jahr eigentlich gemacht? Also warte, wir müssen jetzt natürlich erstmal recappen, was sonst noch alles gekommen ist letztes Jahr. Die andere große Sache, die sie auf jeden Fall hatten, war, dass sie sich über In-Game-Purchases lustig gemacht haben. Dass sie einfach nur Throw Your Money at the Monitor the Game rausgebracht haben. Was haben sie sonst noch angekündigt letztes Jahr? Also Spaßsachen. Ich weiß es leider gar nicht mehr. Denn ich glaube, sonderlich mehr war es eigentlich nicht. Die haben ja meistens so 2-3 Sachen, über die sie sich lustig machen. Und dann bringen sie eben noch echte, kündigen sie noch echte Sachen an. Wobei ich übrigens dieses Jahr sagen muss, Banana Joe, heftig, zieh ich mir rein. Ja, sah sehr cool aus. Auch mich hat auch so die Präsentation von dem Spiel, hat mich sehr an Deadpool erinnert, von wegen dieses durch die Luft springen und im Hintergrund klassische Musik, während er alle Gegner erschießt. Also. Let's go, how would we say bananas? Ja, vor allem die Sache, die ich gefeiert habe. Aber mir ist aufgefallen, die Devolver haben ja teilweise richtig gute Spiele gepublished. Ja, selbstverständlich. Eine meiner Lieblingsspielreihen kommt Series von Devolver. Sam, ja, Hotline Miami natürlich. Eben, Hotline Miami. Hier, wie heißt's? Sword of Ditto, was jetzt letztens rausgekommen ist. Das ist auch von Devolver. Devolver, Digital. Natürlich. Hatoful Boyfriend. Natürlich. dafür, dass sie eigentlich nur ein Indie-Publisher sind, bringen sie richtig viele gute Spiele. Dafür, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen. Ja, das gehört eigentlich zu einem Indie-Publisher dazu. Denn es sind Indie-Spiele. Indie-Spiele sind ja meistens nicht zu ernst gemeint. Naja.
Ja, auf jeden Fall. Und die Sache ist, was ich eben bei Banana Joe gesehen habe, weil ich mir auch so die ersten 10 Minuten Gameplay bei IGN reingezogen habe. Es hat mir eben auch wieder so ein... es hat mir wirklich einen Hotline Miami-Vibe gegeben, denn ich war natürlich ein bisschen salty, dass Hotline Miami 3 nicht angekündigt wurde, obwohl ich weiß, dass es dieses Spiel nie geben wird. Jeder, der bis zum Ende von Hotline Miami 2 durchgehalten hat, weiß, warum es keinen dritten Teil geben wird, obwohl er sogar angeteasert wurde. Wurde er angeteasert? Am Ende vom zweiten Teil kommt es zu einem kommt ein Fake-Startscreen von Hotline Miami 3. Okay, das und ist dann, assi. Und dann wird wieder zurückgespult. Okay, das ist assi. Das ist fies. Aber dafür gibt es jetzt eben Banana Joe und vom Gameplay her und so weiter hat mir das halt schon wieder die Vibes gegeben, dass es jetzt eben Hotline Miami bloß im Side-Scrolling-Type ist. Also anstatt, dass du von Top-Down guckst, ja, also vom Stil guckst her du eben von der Seite. Stil natürlich nicht wirklich. Also denn grafisch nicht, nein, aber von dem, ja. Der Soundtrack hat mir die Vibes wieder gegeben und eben die Geschichte, du musst alle möglichst schnell töten, denn ansonsten bist du sehr schnell tot. Und ist nicht bei jedem Shooter so? Es geht. Außer bei Duty Calls. Es gibt Duty Calls, es gibt Halo, denn bei Halo hast du noch dein Schild, der erstmal kaputt gehen muss. Du hast, mal überlegen, bei was für anderen Shootern ist man noch nicht. Du hast zum Beispiel noch Doom. Bei Doom ist man auch nicht sofort tot. Zumindest kommt. Ja, du bist nicht One-Hit. Natürlich, das kommt auf die Schwierigkeit an. Bei vielen Shootern nicht One-Hit. Ja, ich meine, außer bei Hotline Miami, da bist du ein Report über Pokémans. 4 Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch über Link-Kabel weiter. Ich glaube, es sind mittlerweile ein paar mehr als 4. Eine Studie über Pokémans. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Oh no. Ein Artikel über Pokémans. Porygon, Pokémon-Labor zeugt virtuelles Pokémon. Oh Gott, kommt hier etwa Mewtwo? Was? Wer hätte denn das Kind reingelassen? Kommt jetzt etwa Mewtwo, wenn sie ein künstliches Pokémon erzeugt haben? Nein. Nee, stimmt, das ist Porygon. Okay. Mewtwo ist ja nicht künstlich erzeugt, Mewtwo ist ja nur ein genetisch veränderter Klon. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, also dieses Jahr hat Devolver als Fake-Ansagen oder so Halb-Fake-Ansagen den Lootbox-Coin. Nö, das ist ja absolut ernst gemeint. Kann man die jetzt wirklich kaufen? Du kaufst die zu einem random Preis, der Wert verändert sich jeden Tag und sie hat keinen Gegenwert. Ja. Das, ja. Perfekt. Auf jeden Fall wurde eben Lootcoin angekündigt. Nur, dass du eben was Richtiges dazugeschickt kriegst, weil du kriegst halt so eine Münze zugeschickt. Das ist geil. Das ist tatsächlich sehr lustig. Enter the Gungeon ist noch von Devolver. Ja. Habe ich das schon erwähnt gehabt? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Aber Enter the Gungeon ist auch ein sehr lustiges Spiel. Enter the Gungeon ist super. Es ist ja auch so ein Bullet-Hell-Shooter. Ja. Sehr liebevoller. Wobei ich es äußerst lustig fand, dass letztes Jahr ein weiteres meiner Lieblingsspiele eine Kooperation mit Enter the Gungeon gemacht hat, obwohl ja beide Spiele jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Enter the Gungeon ist doch von letztem Jahr, oder? Sicher? Ich meine? Müsste ich nachgucken. Ja, auf jeden Fall, Payday 2 hat... Also je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, ist es vermutlich nicht von letztem Jahr. Ja, auf jeden Fall, Payday 2 hat... Achso, ja, richtig. Hat zusammen mit Enter the Gungeon kooperiert. Jetzt kann man sowohl als die Payday Crew spielen, als auch Enter the Gungeon Masken in Payday 2 tragen. Was ich sehr lustig finde. Meine AP lassen so langsam nach. Langsam, aber sicher. Send help. Und dann die nächste Sache, die sie angekündigt haben, war, dass sie die Devolver Digital Remaster rausgebracht haben. Eine SNES war es, glaube ich, die sie einfach neu angemalt haben. Haben die nicht noch irgendwas? Das war auf jeden Fall... Doch, Battle Royale haben sie noch. Ja, und eben Battle Royale zu Beginn angekündigt. Richtig. Und Battle Royale hat dann natürlich damit angefangen, dass sie ihn sofort umgebracht hat, der es angekündigt hat. Ja. Nee, ja, genau, und das mit dem, dass es sich über die Classic-Konsolen, ja. Was gibt's da? NES Classic, Super Nintendo Classic, Atari Classic. Dreamcast gibt's doch jetzt, glaube ich, auch bald einen Remaster. Gibt's einen neuen Dreamcast? Ja, das ganze Retro-Remaster-Zeug. Dieses ganze Nostalgie-Gerede. Obwohl ich das ja eine ganz gute Idee finde,
um Leuten, die damals eben keine Super Nintendo oder so hatten, die ganzen alten Klassiker beizubringen. Weil ich meine, gut, es gibt dann sowas wie Remakes, aber von den ganzen Klassikern, jetzt Secret of Mana Remake, es kommt halt nicht ans Originalspiel ran. Ja, gut. Ja, aber ich glaube, ansonsten haben sie sich über nicht mehr lustig gemacht. Nein, das war's. Wir sind auch voll vom Thema abgekommen. Ja, stimmt, wir wollten weiter über unsere Hype-Spiele reden. Über Hype-Spiele. Wir hatten bei Doom Eternal. Doom Eternal wird eher. Doom also Eternal. Sowohl Doom 2016 als auch Doom Eternal sind auf meiner Must-Playlist. Hast denn du ich Doom 2016 nicht gespielt? Nein, noch nicht. Habe ich aber auf jeden Fall vor. Ja. Denn ich bin ein großer Fan von der Doom-Reihe. Ich habe Doom 1, 2, 3 auf meiner Xbox. Auch wenn ich teilweise relativ schlecht darin bin, denn Doom ist halt kein einfaches Spiel. Doom hat schon seine Härte, ja. Ja, aber der Soundtrack allein ist schon der Grund, warum man es sich geben sollte. Und Blut und Gedärme und Blut und Gedärme und Monster, ah! Außerdem hat Doom Geschichte. Schließlich ist Doom eine der ersten First-Person-Shooter. Ist Doom nicht der erste? Ich meine, Doom 1 war der erste First-Person-Shooter. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das hat sich zu einer ähnlichen Zeit mit Wolfenstein 3D gekloppt. Na, Wolfenstein kam definitiv nach Doom. Ja gut, aber ich meine, das kam ja auch von den gleichen Publishern. Ja. Aber ID Software war auf jeden Fall die Pioniere. id Software. War auf jeden Fall die Pioniere, was First-Person-Shooter betrifft. Und Doom war ja auch eines der ersten kontroversen Spiele, wo drüber geredet hat. Oh, Ego-Shooter-Spiele machen Kinder zu Amokläufern. Also Wolfenstein war auch sehr kontrovers, als es rausgekommen ist. Hakenkreuze! Hakenkreuze in Videospielen, das geht so aber nicht. Auch wenn es nur darum ging, die historische Korrektheit darzustellen, aber... Ja. Mal überlegen, was haben wir sonst noch für Sachen, auf die wir hyped sind oder die wir uns auf jeden Fall mal reinziehen möchten? Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Ein bisschen. Ich halte das für gar nicht so gut. Du siehst aus, als hättest du irgendwas Wichtiges. Zu Hilfe! Nein, bitte nicht! Du bist gar nicht von Team Rocket! Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Nimm das hier! Oh, du hast nichts Nützliches. Finale. Wow. Hey, Finale hat uns letztes Mal in den Arsch gerettet. Das hat uns den Arena-Orden beschert, das ist ja richtig. Ich würde sagen, wir finden in der nächsten Folge heraus, wie das hier drin weitergeht und ob wir noch andere Spiele haben, über die wir gerne reden würden. Weißt du, was gut ist? Ich bin wieder im ersten Stock. Das heißt, ich kann jetzt kurz offscreen die Pokémon heilen gehen. Yay! Also, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonnieren, schreibt in die Kommentare. Da ist der Ton hin. Yay. Tschüss. Tschüss.